MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. War natürlich jetzt für den Motor totale Arbeit, ohne Ende. Und jetzt ein bisschen langsamer fahren, das tut dem Motor auch gut. Hier rechts entdecken wir sogar noch was, was wir nicht kennen. Immerhin hat sich das auch schon mal gelohnt. Was es ist, sehen wir jetzt gleich. Ab hier nur noch 50, macht nichts. Erster Aufenthalt in Rostock, wunderbar. Und irgendeinen LKW-Händler haben wir gefunden. Ein Renault-Händler. So. Da fahren wir auch ganz kurz drauf. Drehen einmal. So, Handbremse. Und schauen das nächste Ziel an. Und zwar fahren wir über die Landstraße, die an Rostock angrenzt, auf die A11 Richtung irgendwo in Polen. Ist ja gut. Muss ich nur gucken, wo die Landstraße ist, die da angrenzt. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich glaube, das ist die da hinten. Ja, das müsste die sein. Bin ich froh, dass ich zwischendurch doch einschätzen kann, wie lang mein Bremsweg ist. So, und hier müssen wir links. Und dann sind wir auf der Landstraße, glaube ich, die ich auf der Karte gesehen habe. Genau. Das ist ja wunderschön. So, auf geht's. Ich hoffe, dass die Fahrt angenehm wird und nicht irgendwie kritisch. Yeah, nice drift. Ich frage mich gerade, warum ich das Fernlicht anhabe. Wie kriege ich das Kack-Fernlicht denn nochmal aus? Aha. Jetzt ist es weg. So, und schwuppsiwupps sind wir auch gleich wieder angekommen. So, wir parken hier mal, beziehungsweise pausieren hier und holen uns einmal ein bisschen Sprit, glaube ich. Oder? Wie sieht's aus mit dem Sprit hier? 1,55, glaube ich, zeigt das hier an. Mal gucken. 1,46. Ist zu teuer. Kriegen wir in Polen deutlich günstiger. So. Luftdruck zu niedrig. Ist okay. So. Ist ja gut. Ich drück ja schon gar nichts. Pump dich auf. Ist auf jeden Fall schön hier. Und es ist mal angenehmer, als immer einen Auftrag mitzunehmen. Und wir sind relativ schnell unterwegs. Und das passt eigentlich auch so zu unserem Schema.
So, mal gucken. Yes, wir haben genug. Schön, Überholverbot. Hey, nochmal 50 EP. Läuft ja bis jetzt ganz angenehm, ne? Ich hatte mir mehr Komplikationen vorgestellt, ja, so rum. Da kommt auch keiner. Boah! Hoppla! Alter Schwede! Boah, ich wollte eigentlich knapp dran vorbeiziehen, dass ich schnell wieder einordnen kann, aber ich krieg den Motor gar nicht an. Ich drücke hier auf alle Tasten. Aha, jetzt kommt die Elektronik schon mal. Nee, ich krieg nicht mehr an. Nee, keine Chance. Na, es sieht dann aus, dass ich ihn nicht mehr anbekomme. Ne. Ne, leider. Keine Chance. Ne, wir müssen abschleppen. Schade eigentlich. Sofort Werkstatt aufsuchen. Ja, komm. Wir landen bestimmt in Rostock. Hab ich recht? Wo sind wir? In Rostock, super. Bis da sind wir gekommen. Das war jetzt echt miese. Naja. Besuchen wir mal ganz kurz den Store. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Nimm mal das. So. Zack, da ist er. Ist er nicht schön? Und er geht an und bleibt es auch. Wunderbar.
So, da wir jetzt in Rostock sind, gucke ich mal ganz kurz nach, ob es in Rostock vielleicht eine Möglichkeit gibt eines Auftrages in Richtung... Ne, irgendwo. Ich glaube aber nicht dran. Ne. Nach Aberdeen können wir fahren, am Arsch der Welt. Eine kurze Tour Richtung Calais in Frankreich. Das ist eine normale Tour, bringt uns aber immerhin 47.000 Euro. Das ist alles so weit weg. Nee, lohnt sich nicht. Wir fahren runter nach Russland, nach Dingens. Und dann schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Aber mit dem Unfall hat keiner gerechnet. Keiner von euch. Nicht rot werden. Mann, hier muss ich anhalten. Die Ampel ist so eine Ampel, die du nicht umgehen kannst mit Tricks. Außer da vorne rum. Aber das ist ja viel zu weit, wäre ja Blödsinn. Ich suche gerade momentan noch ein schönes Design für den für das Innere des LKWs. Mal gucken, ob ich da ein schönes finde. Momentan eher weniger. Oh, ich kann wieder. Was natürlich schön wäre, wenn vielleicht im nächsten Patch vom Eurotruck, obwohl sie ja jetzt erstmal das Add-on rausbringen, vielleicht auch, dass man aussteigen kann und ein Privatfahrzeug fahren kann, so im Freizeitstil. Wow! Merken für die Kurve deutlich, sind 120 zu schnell. Wahnsinn. Es sind jetzt aber auch genug Unfälle passiert. Es muss keiner mehr passieren, liebes Spiel. Es reicht. Es ist okay. Mit geschmeidiger Geschwindigkeit kommen wir wieder voran. Haben geschlafen. Getankt leider nicht. Okay, aber wann hätten wir tanken sollen? Nach dem Unfall hätten wir nicht mehr tanken können. Ach ja, ist das schön. Dieselbe Strecke wie eben, so gesehen. Nur jetzt komplett im ganzen Zustand. Ja, es ist natürlich jetzt wirklich doof gelaufen. Genau wie die 100 Euro gerade hätte ich mir sparen können und warten, bis die gestrichelte Linie kommt. Selber schuld von mir. Aber okay, das sind so die Momente, wo ich mir sage, gut, wir wollen dahin, beziehungsweise ist, ich habe schon vor 100 Folgen gesagt, hey, wir fahren mal die Städte ab, wo wir noch nicht waren. Jetzt fahren wir sie endlich ab. Und was passiert? Ein richtig krasser Unfall. Der uns jetzt gerade fast auch wieder passiert wäre und ich wäre wahrscheinlich im Teich gelandet oder so. Das wäre echt nicht schön geworden. Na komm, Duell, 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 komm doch. Er hat abgebremst, er hat verloren. So, bald gehen dann die normalen Folgen wieder los. Ich schätze mal, ab nächster Folge sind wir circa in Polen angekommen. Holla, die Waldfeder war in einem Überholen. Da hätte ich ja gar nichts gegen machen können. Wenn der jetzt einfach mitten auf der Straße stehen geblieben wäre, wäre vorbei. Oh, wir sind da angekommen, wo wir noch nicht waren. Gut. Ja, ich schätze mal, nächste Folge sind wir dann circa am Zielort angekommen. Dass wir dann wieder einen Auftrag fahren oder so. 170 km/h fast gerade gewesen.